Es deutet wirklich alles darauf hin, die RTX 4090 wird ein dickes Ding. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video nach diesem wunderschönen Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr neben dem Zocken noch ein wenig auch das tolle Wetter genießen konntet. Ja, denn so richtiges Zockerwetter gab es ja massenweise schon im Winter, oder nicht? Okay, ich kenne euch doch, Zockerwetter ist nämlich immer, richtig? Aber egal, widmen wir uns doch mal den heutigen News. Und wie immer nach dem Wochenende sind die News natürlich jetzt nicht zwangsläufig immer tagesaktuell, sondern hier und da sicherlich schon ein paar Tage alt. Denn heute gibt es die gesammelten News der letzten 3 Tage. Also nicht schimpfen, denn auch ich genieße ganz gerne mal ein ruhiges Wochenende. Nun geht's aber direkt los mit der Warmach-News Nummer 1. Und jetzt gibt's was auf die Augen. Nein, keine Sorge, ich fahre zwar ein Schlägertypen-Auto wie dieses hier, bin aber gar keiner. Nein, jetzt gibt's wohl die aktuell beste Echtzeitgrafik auf Basis der Unreal Engine 5 für euch. Viele Spiele der nächsten Monate und Jahre werden natürlich auf die nagelneue Engine setzen und Grafik möglich machen, von der man vor einigen Jahren noch träumen konnte. Denn Echtzeit-Spielegrafik mit Full Path Tracing ist aktuell noch gar nicht drin. Und okay, so ehrlich muss ich sein, das, was ich euch jetzt gleich zeige, das wird in Spielen auch in den nächsten Jahren natürlich nur ein Traum sein. Interessant ist es aber allemal zu sehen, was denn technisch aktuell überhaupt so drin ist. Denn der Daniel Martinger, ein Entwickler von The Outsiders, hat nun einen Werkstattkeller nachgebaut, der sich auf jeden Fall gewaschen hat. Das besonders Spannende an der Sache ist aber, dass er bis auf die Boden- und Metalltexturen der Werkzeugwand keine Fotoscans genutzt hat, sondern die restlichen Texturen selbst erstellt hat. Aber ich will euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier der aktuell wohl schickste Werkstattkeller der Echtzeit-Grafikgeschichte. Geht es mit den echten Hardware-News weiter. Und eine kleine Info zu Intels ARC-Grafikkarten habe ich jetzt auch mal wieder für euch. Denn Intel hat nun einen kleinen Teaser auf die Twitter-Menschheit losgelassen, der das Datum 30. März 2022 nun festmacht. Das heißt, dass in nur 2 Tagen endlich die ersten ARC-Grafikchips von Intel auf den Markt kommen werden. Aber wie schon gesagt, vorerst nur für Laptops in Form des A350M und des A370M. Ja, das hat Intel auch genauso jetzt nochmal bestätigt. Von leistungsfähigen GPUs oder gar diskreten Desktop-Grafikkarten fehlt aber weiterhin leider jede Spur. An den Start gehen sollen dann am 30. März direkt die Laptops Samsung Book 2 Pro und das Acer Swift X gehen. Wann die Desktop-Grafikkarten kommen, ist weiterhin völlig unklar. Mehr als das 2. Quartal ist nämlich bisher nicht bekannt. Und hier kann man dann natürlich wieder vom Ende des 2. Quartals ausgehen. Ja, und da dann vielleicht schon die nächste Grafikkartengeneration von Nvidia und AMD vor dem Sockel stehen, bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, ob Intel hier überhaupt noch irgendeine Chance haben wird. Warten wir es einfach mal ab. Aber auch die aktuelle Grafikkartengeneration wird noch mit neuen Grafikkarten beglückt. Und ihr kennt ja meine Meinung, den Sinn der RTX 3090, die verstehe ich absolut nicht. Aber nichts zu ändern, das Teil kommt. Und zwar schon morgen am 29. März. Und mittlerweile gibt es auch schon einige Performance-Aussagen dazu, die aber seltsamerweise mit meiner bisherigen Aussage nahezu übereinstimmen. Der CapFrameX äußerte sich noch dazu auf Twitter und schätzt die RTX 3090, die mit knapp 10% mehr Leistung zu der RTX 3090 ein. Und erster Eindruck schreibt er noch dazu. Und das ist eigentlich ziemlich genau auch meine Einschätzung gewesen. Denn, na klar, nur 2,4% mehr CUDA-Kerne machen den Braten natürlich nicht fett und ändern fast nichts an der Maximalleistung. Halt maximal 2,4%. Aber die RTX 3090, die bekommt halt eine ganze Menge mehr an Strom spendiert als die normale RTX 3090, nämlich stolze 450 Watt. Und dazu mehr als 2 GHz Takt im Boost und schnelleren Speicher. Allein das Power Limit sollte schon für deutlich mehr Leistung sorgen. Und die 450 Watt sollen noch
noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn eine Asus ROG Strix OC soll gar mit 480 Watt daherkommen und sogar bis zu 516 Watt einstellbar sein. Das nimmt langsam echt kranke Form an, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Und für 10% Brechstangenleistung und unbedingt eine RTX 3090 Ti her musste, ja okay, das muss am Anfang oder am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings wird die 3090 Ti die erste Karte sein, die mit dem neuen 16-poligen PCIe Express 5.0 Stromanschluss um den Slot kommt. Und damit hat dann der 12-polige MicroFit 3.0 Stecker von Nvidia wohl komplett ausgedient und war offensichtlich ein glatter Reinfall. Die ersten Fotos der Founders Edition lassen übrigens darauf schließen, dass das Kühldesign jetzt nicht groß anders aussieht als bei der normalen 3090. Wobei ich mich frage, ob das normale Kühldesign mit dem erhöhten Stromverbrauch wirklich zurechtkommen könnte. Daher kann ich mir durchaus noch einige Modifikationen vorstellen. Preislich ist man sich wohl jetzt nicht ganz so einig, aber es wird sogar von der gleichen UVP wie dem der RTX 3090 gesprochen, was ich aber nicht wirklich glauben kann. Dann also von 1499 US-Dollar bis zu 2399 US-Dollar war bisher eigentlich alles zu vernehmen. Die 1.999 US-Dollar, die klingt für mich eigentlich am plausibelsten. Ich würde mir tatsächlich die 1.499 US-Dollar der RTX 3090 wünschen, dran glauben ist aber eigentlich irgendwie unmöglich. Naja, morgen werden wir es auf jeden Fall spätestens erfahren. Und auch erste Custom-Modelle sind schon gesichtet worden und die sehen auf jeden Fall gewaltig aus. Wo die Founders Edition sich auf jeden Fall noch vornehm zurückhält, gibt es bei Colorful und EVGA massiven Materialeinsatz, ja, um die große Hitze auch irgendwie entsorgen zu können. Auch MSI Supreme X Modell zeigt einen echten Monsterkühler in 3,5 Slot-Design. Das ganze Geschoss soll dann stolze 2,1 Kilo wegen, so richtig wie die Größe übrigens erst im Vergleich zur normalen RTX 3090 Supreme X klar. Aber auch EVGAs FTW3 Ultra ist ein wahres Ungetüm, auch hier statt 3 nun 3,5 Slot dick und mit dem neuen Stromanschluss an Bord. Und bei Colorful wird es natürlich jetzt auch nicht gerade schlanker. Und diese neuen Monsterkühler lassen aktuell eigentlich nur auf einschließen, nämlich quasi eine Beta-Phase so gewaltiger Kühler wie für die RTX 4090. Denn hier werden noch deutlich höhere Stromverbräuche erwartet. Demnach kommen wir um solche Riesenkühler bald überhaupt nicht mehr herum. Wer weiß, vielleicht ist das sogar der einzige Grund für die Existenz der 3090 Ti. Ja, ein Testdurchlauf für so hohen Stromverbrauch und entsprechend dicke Kühler. Alles macht aktuell auf jeden Fall den Anschein, dass es genauso ist. Und zur RTX 4090 bzw. der AD102 GPU der nächsten Generation gibt es auch noch einige Infos, die dieses Mal wieder von unserem guten Igor von Igors Labs kommen. Wobei mir das alles schon so ein bisschen komisch vorkommt, was Igor hier berichtet hat, denn er will echte Fotos einer unbestückten Referenzplatine vorliegen haben. Ja, die Echtheit soll ihm sogar mehrfach bestätigt worden sein, am Ende gibt es von Igor aber nur eine selbst erstellte Darstellung der Referenzplatine zum Schutz seiner Quellen. Okay, ich kenne die Fotos jetzt natürlich nicht, frage mich aber, wie die Quellen denn besser geschützt sein sollen, wenn man jetzt nun nur eine Zeichnung anfertigt anstatt eines Fotos. Außer auf den Fotos selbst ist jetzt ganz klar ersichtlich, wer die halt gemacht hat, was ich aber eher bezweifle. Aber völlig egal, nun haben wir einfach nur diese grobe Zeichnung hier. Es deutet hier daher auf eine achtphasige Spannungsversorgung mit insgesamt 24 Spannungswandlern hin, wovon 4 Phasen für den Speicher zuständig sind. An Speicher sind beim Einsatz von 2 GB Chips dann insgesamt wieder 24 GB auf der Vorderseite möglich, mit natürlich diversen anderen möglichen Bestückungen. Und natürlich gibt es auch in der nächsten Generation den neuen PCIe Express 5.0 Stromanschluss. Viel mehr ist der Zeichnung auch gar nicht zu entnehmen, da dieser ganze Bericht aber sowieso sehr vage ist, ja, kommt jetzt mal wieder mein berühmter Spruch zum Einsatz. Das kann alles stimmen, muss es aber nicht. Es ist ganz klar nur ein Gerücht ohne klare Beweise. Und selbst wenn es stimmt, halten sich die Überraschungen jetzt natürlich in Grenzen. Genauso wie die beiden neuen Einträgen in HW Info. Das ist jetzt keine super spannende News, aber halt ein guter Hinweis darauf, dass wir dem Release von RTX 4000 so langsam auf jeden Fall ein bisschen näher kommen. Denn in den nächsten Release Notes ist nun die komplette ADA-GPU-Riege zu finden, zumindest die Chips, die bisher bekannt sind. Einschließlich der neuen Hopper-Generation, also AD102 als High-End-Chip bis hinunter zum AD107 für die Einstiegsklasse für zum Beispiel eine mögliche RTX 4050. An der Bezeichnung ändert sich also in der nächsten Generation von Nvidia nichts. Nvidia bleibt sich dem bisherigen Verfahren nämlich treu. Mehr gibt es zur RTX 4000 auch gar nicht zu berichten, daher gucken wir uns nur noch kurz an, was es denn Neues an der CPU-Newsfront gibt. Und wir müssen auch hier leider wieder über Strom sprechen, denn viel Leistung bedeutet meist natürlich auch hohen Stromverbrauch. Intel hat mit dem 12900K hier ordentlich vorgelegt und nun scheint AMD mit Zen 4 aka Ryzen 7000 bald nachzuziehen. Denn bisher galt ja eine TDP von 105 Watt mit maximalem Stromverbrauch von 142 Watt als das höchste der Gefühle, zumindest bei Ryzen 5000.
Das ist nun aber vorbei, denn laut Women 55 kommt eine neue TDP-Klasse mit 170 Watt dazu. Und zwar ohne Zwischenlösung, halt zwischen 105 und 170 Watt. Soll heißen, dass der 12-Kerner noch mit 105 Watt daherkommt und der 16-Kerner gleich auf 170 Watt ansteigt, was schon ziemlich extrem ist. Aber es gilt natürlich weiterhin, dass die CPUs eh nicht den Strom verbrauchen, der draufsteht, in der Regel nämlich deutlich mehr. Hier könnte es aber vielleicht sogar weniger sein. Allerdings, wenn man jetzt die 105 Watt zugrunde legt, könnte der Stromverbrauch eines 4950X dann auch deutlich über 200 Watt ansteigen und Intels 12900K gar nicht mehr so schlecht aussehen lassen wie aktuell. Ich denke aber, dass der 4950X so viel Strom gar nicht benötigen wird und diese Wattklasse nur auf Basis eines möglichen 24-Kerners geschaffen wurde. Den ich übrigens auch vermute, denn auch Intel wird mit der nächsten Generation auf 24 Kerne aufstocken. Bis dahin dauert es aber auf jeden Fall noch ein wenig, daher muss Intel erstmal mit der aktuellen 12. Generation punkten. Und der 12900K ist schon ein Knaller. Wenn jetzt auch nicht unbedingt die Einstiegs-CPU, da diese durchaus Anforderungen hat, die in einem Einstiegs-PC jetzt definitiv fehl am Platze sind. Ja, und dann haut Intel jetzt auch noch eine heißere Variante raus, nämlich den 12900K ist mit bis zu 5,5 GHz Takt im Thermal Velocity Boost, der ja eigentlich in der Euler-Lake-Generation abgeschafft wurde. Interessant ist nun aber das Release-Datum, denn schon nächste Woche am 5. April soll dieser erscheinen und damit deutlich vor AMDs 5800X 3D in den Handel kommen. Und das ist gar kein Gerücht, sondern offiziell so von Intel jetzt mitgeteilt worden. Ob man ihn jetzt aber wirklich kaufen sollte, ist fraglich. Zum einen wird auch hier die Leistung mit einer brutalen Brechstange quasi herausgeprügelt. Und noch dazu scheint der 12900K unverschämt teuer zu sein. Denn Newegg wollte kurzfristig mal stolze 800 US-Dollar dafür haben. Ja, viel Takt, exorbitant hoher Stromverbrauch, sicher kaum mehr Leistung gegenüber dem normalen 12900K und natürlich ein extrem hoher Preis. Wow, da muss man ja einfach zuschlagen. Den 5800X 3D von AMD, den kann ich als Versuchsobjekt ja noch so durchgehen lassen. Aber weder so ein Monster wie eine 3090 Ti noch ein 12900K passen so recht in mein Weltbild hinein. Daher einfach besser nicht kaufen, sondern auf die nächsten Generationen warten und so lange den Kommentar des Tages genießen. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr, was mich nervt? So total unberechtigte Kritik. Ja, ich will Kritik und zwar gerne sachliche und berechtigte. Denn ich will meinen Kanal natürlich auch immer besser machen. Und ja, ich kann natürlich verstehen, dass jetzt nicht jeder all meine Videos guckt. Aber dass ich hier ein News-Format betreibe, sollte doch jedem neuen Zuschauer auch klar sein. Und dass ich natürlich nicht in jeder News wieder alle bisherigen News mit einfließen lasse, wohl auch. Wie wäre es, wenn du zu Ryzen 7 5800X 3D CPU noch erwähnst, dass sie nicht übertaktbar ist? Wäre für so manche Person auch interessant gewesen. Ja, das stand unter meinem letzten News-Video. Ganz ehrlich, Raised, guck dir doch mal meine letzten Videos zum Thema an. Wie oft ich über die fehlenden Overclocking-Fähigkeiten berichtet habe, das kann ich überhaupt nicht mehr erzählen. Aber wie gesagt, ich kann doch nicht in jeder News alles bisher Berichtete auch nochmal neu aufwärmen. Das wäre zum einen natürlich für regelmäßige Zuschauer total langweilig und würde die Videos natürlich auch noch dazu unendlich in die Länge ziehen. Daher mit solchen Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig sein bei einem Kanal, der halt alle zwei Tage ein News-Video bringt. Denn diese Info könnte es durchaus schon vorher gegeben haben. Und damit es nun wirklich klar ist, den Ryzen 7 5800X 3D wird man nicht übertakten können. Zufrieden? Apropos Kritik, ja, mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass meine Art in den Videos durchaus polarisiert. Die einen mögen es, die anderen hassen es, denn ja, ich bin jetzt natürlich nicht so ruhig wie viele andere Hardware-YouTuber und vielleicht eher der Aufgeregte mit zu viel Energie in seinen Videos. Aber mir gefällt das persönlich sehr gut so, ansonsten würde ich bei meinen eigenen Videos höchstwahrscheinlich auch einschlafen. Aber wie findet ihr das eigentlich? Das wollte ich in der letzten Umfrage mal wissen. Hättest du den Monty lieber etwas ruhiger und langweiliger in den Videos? Dass natürlich jetzt nicht alle zufrieden sind, das war natürlich zu erwarten. Aber immerhin 58% finden meine Art so genau richtig. Was natürlich schon ziemlich gut ist. Deutlich ruhiger hätten es aber gerne 9% der Zuschauer. Aber sorry, da muss ich euch echt enttäuschen. Vielleicht wären so ein paar ASMR-Videos für euch genau das Richtige. Okay, über ein bisschen ruhiger, dass die 13% fordern, könnte man sich ja eventuell sogar noch unterhalten. Wobei, guckt einfach in meinen Streams auf Twitch mal live rein. Denn live ist halt immer noch eine ganz andere Art. Und natürlich geht es da auch ein bisschen ruhiger zu. Wobei ich 6% der Zuschauer dann noch ein bisschen zu ruhig bin. Und 13% denken sich, wieso Monty ist doch total ruhig und langweilig. Naja, die sind dann wohl wirklich auf dem falschen Kanal gelandet. Ja, ändern werde ich an meiner Art aber sowieso nichts, denn den meisten gefällt es halt. Und etwas polarisieren ist, glaube ich, sowieso nie verkehrt. Und allen, denen meine aktuelle Art gut gefällt, sind natürlich herzlich dazu eingeladen, den Like und den Abo-Button aufzusuchen und einfach mal drauf zu drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.